Meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Australia mit uns. Und wie man unschwer erkennen kann, wir sitzen schon wieder im Auto, denn der nächste Tag hat angefangen und heute startet Tagesausflug Nummer 2 und wir fahren jetzt als allererstes an die Sunshine Coast im nördlichen Teil von Brisbane. Und da fahren wir jetzt laut Navi circa 1 Stunde 20 Minuten, sind 95 Kilometer und dann schauen wir uns da die Strände an. Heute soll es ein bisschen besseres Wetter werden wie gestern. Wir hoffen, dass kein Regen fällt, dass wir einen schönen klaren Himmel haben und die ganzen Strände begutachten können. Und dann viel Spaß mit dem heutigen Video und mit dem allerersten Highlight der Tagestour. So meine Freunde, wir sind angekommen, haben das Auto abgestellt und wir schauen uns jetzt an der Sunshine Coast eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten an, nämlich den Cotton Prepier. Viel Spaß damit! So meine Freunde, das war's mit dem ersten Highlight, mit dem Pier. Der war wunderschön. Wir haben uns jetzt gerade noch ein bisschen auf der Parkbank gesetzt, wie man es gesehen hat, und haben ein bisschen auf den River und auf den Ozean geschaut. Und jetzt laufen wir nur 7 Gehminuten weiter, denn hier ist ein ganz, ganz besonderer Beach und den zeigen wir euch gleich. Und der Strand, an dem wir jetzt laufen, der nennt sich Maroochydore Beach. Viel Spaß! We'll be right back.
So, meine Freunde, wir sind fertig mit dem Beach und laufen jetzt wieder Richtung Auto. Aber vorher holen wir uns noch was Kleines zu essen, denn jetzt ist 11:30 Uhr. Jetzt muss Mittag gemacht werden. So, und wenn wir jetzt schon mal richtig an der Küste sind und am Beach, haben wir gesagt, gehen wir jetzt in ein Seafood-Restaurant. Und da bin ich jetzt gespannt, was das für eine Platte wird. Ihr habt mir was richtig Geiles rausgelassen. Schauen wir mal. Ich liebe ja Fisch und Lea bestellt jetzt gerade. Wir hoffen, dass es schmeckt. So, und das Essen ist angekommen. Für mich ein Mixed Reef Filet mit zwei Garnelen und zwei Krabbensticks und Zwiebelringe. Und für Lea ein Barramundi Filet. Und jetzt lassen wir es uns gut gehen und dann sehen wir uns im Auto. So, meine Freunde, wir sitzen wieder im Auto. Wir haben fertig gegessen. Das Essen war wirklich super. Preis-Leistung hier top. Kann ich echt nichts sagen. Ich habe jetzt für meinen 36 Dollar zahlt und Lea 18. Also war wirklich super und vor allem frische kriegst du hier nicht. Und jetzt ist der Plan, dass wir nach dem schönen Beach und dem zweiten, an dem wir waren, jetzt an Strand Nummer 3 fahren, weil alle guten Dinge sind 3. Und wir fahren jetzt an den Kings Beach in einer kleinen süßen Stadt namens Colundra, einer der meist bekanntesten und schönsten. Und dann hoffen wir, dass das Wetter so bleibt, weil wir haben bis jetzt echt gutes Glück. Und dann schauen wir uns Strand Nummer 3 an. Meine Freunde der Leicht- und Zeichenunterhaltung, wir sind angekommen an Highlight Nummer 3 und wir sind am Kings Beach. So, meine Freunde, wir sind an Strand Nummer 3 angekommen, wie man uns schon erkennen kann. Wir sind am Kings Beach und er ist wunderschön. Natürlich geht ein brutaler Wind. Ich hoffe, man versteht mich gescheit. Aber man muss sagen, der Wind und das Wetter, die machen das Ganze zu einer ganz eigenen Atmosphäre, was auch schön ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn strahlend blauer Himmel wäre und ein ruhigeres Meer wäre es schöner. Würde ich aber gar nicht zwangsläufig sagen, denn es hat einfach eine andere Atmosphäre. Und jetzt laufen wir noch eine Runde spazieren für uns alleine, genießen ein bisschen und dann sehen wir uns am Auto, wenn wir zum nächsten Highlight fahren. So, meine Freunde, wir sind mit dem Kings Beach fertig und fahren jetzt an Highlight Nummer 4, dem vorletzten Highlight der heutigen Tagestour. Und zwar fahren wir jetzt Richtung einer kleinen Stadt namens Maleni. Und da sind die Gardiner's Falls. Und die Gardiner's Falls wollten wir gestern eigentlich schon besuchen, um alle drei Wasserfälle in einem Video zu machen. Aber wie man gestern gesehen hat, oder bei euch vorgestern, war es dann stockdunkel und wir hatten dann gar keine Zeit und Nerv mehr, überhaupt irgendwas zu tun. Und deswegen schauen wir die uns heute an. Und da fahren wir jetzt hin. Und dann viel Spaß und bis gleich. So, meine Freunde, wir sind angekommen bei den Gardiner's Falls. Und das bedeutet, vor uns wartet wieder ein kleiner Spaziergang durch die wunderschöne Natur Australiens.
und es schaut schon richtig, richtig schön aus. Viel Spaß damit. So, meine Freunde, wir sitzen jetzt an der Bucht bzw. am See und da gehen wir jetzt rein, weil das lassen wir uns nicht nehmen, so wie gestern. In diesen Gardiner Falls, da springen wir rein und es gibt noch was Cooles. Es gibt hier so eine Swing Rope und die benutzen wir gleich. Das ist für euch. Das tut so gut. Das ist so gut für Körper, Geist und Seele. Und jetzt haben wir es leer. Schauen wir mal. Wir sind ready. Komm. Ist gut. Fazit. Übel nochmal. Das macht übel Spaß, gell? Also, wir springen jetzt ein paar Mal da rein und wir können auch von den Klippen noch springen. Vielleicht kriegen wir da noch ein, zwei Aufnahmen. Aber wir genießen es jetzt erstmal und haben ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Schönes Gefühl. Erstens einmal in Australien, zweitens an einem Wasserfall, den die Natur erschaffen hat. Das Wasser ist gar nicht so kalt, wie ich gedacht habe. Also das gestern war kälter und es macht einfach so Spaß. Es gibt so Lebensfreude und Energie und das genießen wir einfach. So, meine Freunde, wir laufen jetzt wieder zurück zum Auto. Da kommt Lea schon an, schnauft wie ein Boschkaul, wie ein Alter. Das macht so mega Spaß. Es ist so wunderschön, der Wasserfall an sich, der Fluss. Dann, dass man hier von der Klippe springen kann, da hinten mit dem Seil. Also es macht einfach Spaß und es gibt einfach ein Gefühl und eine Atmosphäre. Sowas ist einfach nicht vergleichbar. Sowas kennt man bei uns daheim nicht. Man hat daheim vielleicht am Baggersee oder irgendwas, aber das war's. Und ja, dann sehen wir uns, wenn wir wieder am Auto sind und wenn wir zum letzten Highlight des Tages fahren. So, meine Freunde, wir sitzen wieder im Auto. Wir sind mit den Gardiner Falls fertig. Wieder wunderschön. Also der dritte Wasserfall in zwei Tagen hat uns nicht enttäuscht. Und jetzt fahren wir ans letzte Highlight, denn wir fahren jetzt zum Mount Burwa. Und der Mount Burwa ist einer von den 12 vulkanischen Bergen hier. Und da fahren wir jetzt hin. Thank you.
meine Freunde, wir sind angekommen und es gab eine kleine Planänderung, denn wir sind jetzt nicht zum Mount Barrier gefahren, zum einen von den 12 vulkanischen Bergen, sondern wir sind auf dem Glass Mountain Lookout, wo man nämlich nicht nur einen, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern alle 12 vulkanischen Berge sehen kann. Und die schauen wir uns jetzt an. So, und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Aussprache. Nummer 1, Mount Barrier, der höchste mit 556 Meter. Den haben wir hier. Dann haben wir den Conorin mit 377. Das sieht man ganz schön. Das ist der hier. Dann haben wir den Budrim, wo die Falls waren. Das ist quasi hier das kleine Gebiet mit den Forests. Dann haben wir den dritten, den Mount Ngungu. Das ist der hier. Wir haben den Kowi, einer der kleinsten mit 177 Metern. Das ist der kleine hier. Daneben haben wir den, oh Gott, jetzt geht's schon los, Tibirawukum. Das ist der kleine Zipfel hier, rechts neben Tibiruganga oder Gangan. Das ist der große hier in der Mitte. Dann geht's weiter mit dem Birbrum. Den haben wir hier. Dann haben wir die Morton Islands hier in der Mitte. Da ist sogar noch hell. Da gehen wir die nächsten Tage hin zum Schnorcheln und zum Sunsurfen. Dann haben wir den Tunbudla. Die zwei. Ich weiß nicht, ob das als einer zählt. Und zu guter Letzt haben wir den Mike T. Bumblu Gray. Den haben wir hier. Und jetzt haben wir alle 12 durch. Und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht noch ein paar schöne Aufnahmen vom Sonnenuntergang kriegen. Und dann war's das schon mit dem Lookout. Ja. So, meine Freunde, durch das, dass es leider heute so bewölkt ist und wir hier oben leichten Regen haben, sehen wir leider den Sonnenuntergang nicht gescheit. Daher haben wir uns jetzt entschieden, wieder zurück nach Brisbane zu fahren, und das wollen wir jetzt auch tun, weil dann haben wir heute tatsächlich noch ein bisschen Zeitpuffer, können das Video von vorgestern für euch fertig machen und dann sehen wir uns zum Fazit, wenn wir zu Hause sind. So, meine Freunde, wir sind wieder zu Hause angekommen. Heute war wieder mal ein richtig, richtig schöner Tag. Tagesausflug Nummer 2 ist geschafft und wir haben auf jeden Fall wieder alles richtig gemacht, würde ich sagen. Haben heute zwei schöne Strände gesehen, dann wieder einen wunderschönen Wasserfall, den wir jetzt nachgeholt haben, wo wir sogar baden gegangen sind und reingesprungen sind, und als letztes noch den Lookout besucht mit den 12 Vulkanbergen. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, weil uns hat es auf jeden Fall gefallen, lasst jetzt ein Like da. Schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Übrigens kostenlos kann man den Kanal abonnieren. So rum. Und in dem Sinne geht es morgen weiter. Wir fahren morgen in ein schönes Städtchen namens Byron Bay und noch ein paar weiteren Highlights. In dem Sinne, wiederschauen und...